Buddhismus, Religion ohne Gott von Jens-Uwe Hartmann. Der Buddhismus gilt, anders als der Islam, als eine besonders friedliche Religion. Gerade in Westeuropa findet er daher zahlreiche Anhänger. Auffällig gegenüber anderen Religionen ist, dass er einen Gott oder Götter ablehnt. Stattdessen wandelt der Mensch zu seiner Erlösung durch einen mühevollen Weg der Wiedergeburten. Vielen Dank. Religionen haben was Anstrengendes, insbesondere Vorträge über Religionen. Umso mehr bewundere ich, dass immer noch die Plätze so gut gefüllt sind. Dass zum Islam viele kommen, das ist fast eine Selbstverständlichkeit in der heutigen Situation. Aber dass doch so viele auch noch Lust haben, sozusagen das asiatische Feigenblatt heute zu hören und ein bisschen was über den Buddhismus mitzubekommen, das freut mich natürlich sehr. Und um Sie wach und bei Laune zu halten, fange ich gleich mal mit einer provokanten Frage an und habe vielleicht noch mehr davon. Die erste Frage und daher die provokante Frage, ist er überhaupt eine Weltreligion? Ja, kann man antworten auf jeden Fall, aber erst seit gut 100 Jahren. Denn erst da hat die Ausbreitung des Buddhismus auf alle Kontinente begonnen. Vorher war er auf Asien beschränkt. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach nur ein Bild. Das ist nicht die heutige Ausbreitung, wohlgemerkt, sondern das ist die maximale Ausbreitung in der Geschichte mit so einem kleinen, beachten Sie das bitte, so einer kleinen Enklave am östlichen Rand Europas sogar. Aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Ist also eine Weltreligion? Kann man eine Weltreligion in 25 Minuten erklären? Die Antwort erspare ich Ihnen, die können Sie sich selber geben. Und daher greife ich jetzt einfach einige Punkte heraus, die ich in irgendeiner Weise für mitteilenswert oder vielleicht eine Diskussion anregend halte. Nächste provokante Frage. Ist der Buddhismus überhaupt eine Religion? Diese Frage ist unterschiedlich beantwortet worden und sie hängt natürlich davon ab, wie man Religion definiert. Die anderen drei Religionen, Christentum, Judentum und Islam, die zeichnet bei allen Unterschieden eine große Gemeinsamkeit aus. Und das ist der Glaube an eine Offenbarung und der Glaube an einen allmächtigen Schöpfergott. Der Buddhismus hingegen sagt ganz entschieden, dass es einen solchen Schöpfergott nicht gibt und gar nicht geben kann. Das ist ein Konstrukt, das ist eine Einbildung. Damit erspart er sich natürlich manches Erklärungsproblem, mit dem sich die anderen drei Religionen auseinandersetzen müssen. Dafür holt er sich andere Erklärungsprobleme herein. Aber noch einmal zurück zu der Frage, ob der Buddhismus überhaupt eine Religion sei. Wenn beispielsweise die Vertreter des Christentums Religion so definieren, dass nur das eine Religion sein kann, in der es einen Schöpfergott gibt, dann fällt der Buddhismus raus. Und so ist das definiert worden in der Vergangenheit. Ist es aber eine sinnvolle Definition? Heutzutage gewiss nicht mehr, denn sonst würden weltweit ganz viele Glaubenssysteme nicht als Religion anerkannt werden, obwohl sie sich selbst durchaus als solche verstehen. Was aber sind dann die Kennzeichen einer Religion? Dies zu definieren ist ungemein schwierig geworden. Und ich bitte Sie, machen Sie selber mal den Versuch, ad hoc, hier und jetzt, schnell eine brauchbare Definition von Religion zu liefern. Dann werden Sie sehen, wenn wir das sammeln würden, da würde ziemlich viel Kurioses dabei herauskommen. Und Sie stehen nicht allein. Auch die Religionswissenschaft, also die Wissenschaft, die sich per Definition mit Religion auseinandersetzt, selbst die kämpft mit dem Problem, ihren Gegenstand definieren zu wollen, aber das nur sehr schwer zu können, immer größere Probleme damit zu haben, wie man eigentlich Religion definieren soll. Ich behelfe mich hier an dieser Stelle mit einer Minimaldefinition und sage, Religion ist ein Sinnstiftungssystem mit einem Anspruch auf Deutungshoheit. Das ist so allgemein, das schließt auf jeden Fall schon mal den Buddhismus ein. Das ist gar kein Problem. Er stiftet Sinn für seine Anhänger, indem er ihnen die Gesetzmäßigkeiten erklärt, nach denen die Welt und nach denen vor allem auch der Mensch funktioniert und ihnen Handlungsrichtlinien an die Hand gibt und er beansprucht, die richtige Erklärung, die richtigen Erklärungen zu liefern, also Deutungshoheit. Was hat er sonst noch aufzuweisen, was die Beschreibung als Religion rechtfertigt? Und ich
biete Ihnen jetzt einfach sozusagen phänomenologisch einige Punkte an. Er unterscheidet ein Diesseits und ein Jenseits. Der Tod bzw. die Bewältigung des Todes spielt eine ganz zentrale Rolle. Es hat mal jemand gesagt, Buddhist sein heißt sterben lernen. Ein kühner Satz, aber da ist auf jeden Fall was dran. Der Buddhismus kennt etwas außerhalb unserer Welt, das man am besten mit Transzendenz umschreibt. Er will dem Menschen zu einem Zustand verhelfen, der als Befreiung oder Erlösung bezeichnet wird. Und dafür hat er sehr fein, sehr detailliert die menschliche Psyche und ihre Funktionen analysiert. Und er hat ein Wertesystem geschaffen, unterscheidet also sehr genau zwischen Gut und Böse. Und er hat darauf aufbauend, auf dieser Unterscheidung, als Handlungsrichtlinie eine umfassende Ethik entwickelt. Seine Lehren sind in sehr umfangreichen Werken kodifiziert, die, soweit sie auf den Buddha selbst zurückgehen, den Status heiliger Schriften besitzen. Im Leben des Einzelnen gibt es beispielsweise das Gebet und, gerade bei uns heute wichtig und attraktiv, die ausgefeilten meditativen Techniken, Praktiken, über die Sie sicher alle schon gehört haben. Im Leben der Gemeinschaft gibt es Zeremonien und Rituale. Es gibt Mönche und Nonnen als die religiösen Spezialisten. Es gibt Tempel, Klöster, Einsiedeleien und so weiter, also Orte, an denen sich das religiöse Leben konzentriert. Kurzum, wenn Sie diese Aufzählung, die ist jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Stegreif, wenn Sie die hören, es ist eigentlich alles vorhanden, was man bei uns landläufig von einer anständigen Religion erwartet. Und es gibt sogar Personen mit sehr weitreichenden übernatürlichen Kräften, denen man sehr weitreichende solche Kräfte zuschreibt. Und das zwingt mich zu einem erklärenden Wort, zu meinem etwas plakativen Titel. Der Titel war Buddhismus Religion ohne Gott. Nun hatte ich schon gesagt, dass der Buddhismus keinen allmächtigen Schöpfergott anerkennt. Und jetzt kann man allerdings fragen, inwieweit der Buddha selbst und bestimmte andere Heilsfiguren im Laufe der Zeit durchaus zu gottähnlichen Gestalten hypostasiert worden sind. Und auf diese Frage sind verschiedene Antworten möglich und richtig. Und wenn Sie daran Interesse haben, können wir in der Diskussion vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Nächste provokante Frage. Ist der Buddhismus auch im 21. Jahrhundert noch eine ernstzunehmende Religion? Oder ist das nur mehr eine Art Spielwiese für esoterische Spinner? Ich möchte mich entschieden dafür stark machen, ihn ernst zu nehmen, schon deswegen, weil es Teil meines Berufs ist. Obwohl der natürlich, das kann man leicht sehen, obwohl der Buddhismus im Westen bei uns heute viele unterschiedliche Bereiche bedient. Er muss beispielsweise auch für Lifestyle herhalten und dort steht er für den Bereich asiatische Exotik. Und ziemlich egal, ob Sie jetzt eher Kaffee präferieren oder dann doch lieber Tee trinken, der Buddha gibt dem Ganzen Stil. Interessant ist hier zweierlei. Erstens muss man offenbar, wenn Sie sich dieses Bild anschauen, man muss offenbar nicht immer dazu schreiben, dass es sich um Abbildungen des Buddha handelt. Diese Ikone ist bei uns so präsent und so abrufbereit, dass jeder Betrachter sie sofort und von selbst versteht. Und zweitens hat der Buddha offenbar irgendetwas zu tun mit den Bereichen Ruhe, Entspannung und Wellness. Und deswegen findet man Buddha-Köpfe bei uns heute überall, ebenso auf einer Kombucha-Flasche, wie auf dem Reklameflyer eines Kaffeerösters und an tausend anderen Stellen. Das, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Hier, das ist eigentlich etwas, wo es ums Kloster Andex geht. Der ganze Artikel hat mit Buddhismus nichts zu tun. Ja? Der Buddha dient nur dazu, um die Ruhe und die Kraft sozusagen ikonografisch zu unterstreichen. Neben diesem durchaus lustigen Lifestyle-Bereich gibt es bei uns aber einen ebenfalls wachsenden Bereich, in dem der Buddhismus als ein religiöser Lebensentwurf ernst genommen wird, wo sich Menschen hier bei uns als Buddhisten verstehen. Was gefällt denen am Buddhismus? Woran glauben sie? Um das ein bisschen besser zu verstehen, werde ich einige grundlegende Punkte aus der Geschichte und den Inhalten
des Buddhismus vorstellen. Das ist eine Stifterreligion und sie geht auf eine sehr wahrscheinlich historische Persönlichkeit zurück, den Buddha, der als Siddhartha Gautama vor rund 2500 Jahren in einer Herrscherfamilie im nordöstlichen Indien geboren wurde. Buddha ist ein Beiname, wörtlich übrigens der Erwachte, nicht der Erleuchtete, wie Sie das ständig lesen und hören werden überall. Der Vergleich ist nicht mit einer Glühbirne, die man anknipst, sondern mit dem Aufwachen, und zwar aus dem Schlaf des Nichtwissens, der Unwissenheit. Der Überlieferung zufolge hat der Buddha in einer ganz besonderen Meditationserfahrung bestimmte überzeitliche Wahrheiten und Gesetzmäßigkeiten erkannt. Und diese Wahrheiten hat nur er erkannt, und insofern erhebt seine Lehre durchaus den Anspruch auf Wahrheit und den Anspruch, als einzige den Zugang zur vollständigen Wahrheit zu bieten. Damit ist aber, anders als im Christentum, eigentlich kein Absolutheitsanspruch verbunden und daher auch keine Aufforderung allen Nicht-Buddhisten, die Wahrheit der eigenen Botschaft nahezubringen. Missionsgedanken in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil erkennt der Buddhismus an, dass es unterschiedliche Ebenen von Wahrheit gibt. Und das alles verschafft ihm eine insgesamt ziemlich tolerante Grundhaltung im Umgang mit anderen Religionen. Unser Bild von seiner besonderen Friedfertigkeit, und das hat sich ja auch schon in den Bildern am Anfang etwas niedergeschlagen, Ruhe, Friedfertigkeit, das ist von daher nicht ganz falsch, aber natürlich ist es auch nicht völlig zutreffend und es ist bei uns durchaus ein liebgewordenes Klischee geworden, gerade als Kontrast zum Islam, nicht? Friedlicher Buddhismus, kämpferischer, terroristischer Islam. In Geschichte und Gegenwart des Buddhismus gibt es aber schon auch Beispiele für Gewalt im Umgang etwa mit anderen buddhistischen Glaubensrichtungen, aber auch für Gewalt in der Auseinandersetzung mit Nicht-Buddhisten. Und da gibt es auch in der Gegenwart Beispiele. Zurück zum Buddha. Er gewinnt eine besondere Erkenntnis, die ihn zum Buddha, eben zum Erwachten macht, zugleich dafür sorgt, dass er bei seinem Tod die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten findet. Und das führt zum Stichwort Wiedergeburt. Ungefähr um 500 vor Christus setzten sich in Indien zwei neue Ideen durch, die ungemein erfolgreich waren und die Eingang in alle indischen Religionen gefunden haben. Das ist erstens die Idee von der Wiedergeburt und zweitens das Karma-Gesetz. Man wird wiedergeboren, das braucht man nicht groß zu erklären. Das heißt, nach jedem Tod kommt man in einer neuen Existenzform wieder zur Welt, wobei das aber in Indien nicht unbedingt nur in einer menschlichen Existenz passieren muss. Interessant ist dabei die Frage, wonach sich eine solche Wiedergeburt richtet. Warum wird man in Berlin wiedergeboren und nicht in New York? Warum in der Familie Schmidt und nicht in der Familie Müller? Warum als, wie heißt die, Lena Meyer-Landrut und nicht als Stefan Raab? Das ist kein Zufall nach buddhistischer Vorstellung. Ganz im Gegenteil. Das folgt einer subtilen Logik, einer allumfassenden Gesetzmäßigkeit. Und das ist das sogenannte Karma-Gesetz. Das Gesetz von der ethisch-moralischen Tatvergeltung. Karma ist ein indisches Wort, ist bei uns auch inzwischen schon öfters zu hören. Wörtlich bedeutet es Tat und Handlung. Und hier drückt es aus, dass jede Handlung, die ein Individuum, jede Handlung, die einer von uns vornimmt, dass die auch eine moralische Komponente hat, die auf einer Skala von moralisch sehr gut über moralisch neutral bis moralisch sehr schlecht reicht. Diese moralische Komponente einer Handlung geht nicht verloren, so die Vorstellung, sondern wirkt irgendwann in der Zukunft auf das Individuum zurück. Und zwar im Sinne der Gleichwertigkeit. Das heißt, dass beispielsweise moralisch gute Handlungen später angenehme Folgen für das Individuum nach sich ziehen. Und diese Folgen, die können sehr rasch eintreten, sie können aber auch ruhen und erst sehr viel später wirksam werden. Und diese Folgen bestimmen nicht zuletzt die Umstände und die Qualität der nächsten Wiedergeburt. Und dieses Erklärungsmodell, das hat manchen Vorzug. Das sagt beispielsweise, dass nichts verloren geht. Der eine Übeltäter
Mörder oder sonst, er wird geschnappt und seiner gerechten Strafe zugeführt. Und der Zuschauer ist befriedigt. Ein anderer hingegen, dem kann man nichts beweisen oder er bleibt unentdeckt. Aber nach dem Karma-Modell hat der auch nichts zu lachen. Denn er wird die Folgen spätestens in der nächsten Wiedergeburt zu spüren bekommen. Insgesamt erklärt das Modell also auf eine innerhalb des Systems, ja, Sie müssen denken, innerhalb des Systems, auf eine gerechte Weise die Unterschiede zwischen den Menschen, warum einer reich geboren wird, der war im letzten Leben großzügig, oder warum einer arm geboren wird, das war ein Knauser. In der christlichen Lehre ist das ja durchaus ein Problem, die sogenannte Theodizee, werden Sie, der eine oder andere kennen den Begriff, nämlich die schwer beantwortbare Frage, warum Gott all das Leid in der Welt zulässt, obwohl er doch allmächtig und allgütig ist. Warum verhindert er nicht Kriege, Ölpest, Finanzspekulanten, all das, was uns den Alltag versauert? Im Buddhismus ist das gar kein Problem. Der steht dafür umgekehrt vor der Schwierigkeit, dass weder die Wiedergeburt noch das Funktionieren des Karma-Gesetzes beweisbar sind. Jedenfalls übernimmt der Buddha beide Vorstellungen in sein Lehrgebäude. Was kommt noch an grundlegenden Überzeugungen hinzu? Zum Beispiel die Vorstellung oder die Erfahrung, besonders vor dem Hintergrund der Wiedergeburt, das müssen Sie immer mitbedenken, dass das Leben grundsätzlich unbefriedigend und leidvoll ist. Unter dem Strich überwiegen die schmerzlichen Erfahrungen. Sie werden sagen, stimmt nicht, uns geht's ganz gut, ich habe bisher nur Glück im Leben gehabt. Ja, aber trotzdem muss es so sein, dass unterm Strich letztlich was Negatives rauskommt. Ja, sagt der Buddha, und zwar, weil alles vergänglich ist, weil sich alles in einem permanenten Wandel befindet. Alles Schöne, alles Angenehme kommt unausweichlich zu seinem Ende. Exemplarisch wird es in drei menschlichen Grunderfahrungen ausgedrückt, nämlich in Alter, Krankheit und Tod. Und jetzt verstehen Sie schon besser, wovon die Rede ist. Jeder Mensch ist dem ausgesetzt. Für keinen sind sie angenehm. Und wenn man so ist, wir haben sehr junge Leute unter uns, wir haben auch wie mich etwas ältere. Wenn man da näher ranrückt, versteht man das immer besser, was das bedeutet. Jeder Mensch ist dem ausgesetzt. Für keinen sind diese Erfahrungen angenehm. Insbesondere natürlich der Tod. Und sie wiederholen sich beim Wiedergeburtsmodell unendlich oft. Wenn das Leben also etwas grundsätzlich Unerfreuliches ist, das sich noch dazu beständig wiederholt, wie kann man dann diesem Kreislauf der Wiedergeburten, diesem Samsara, so das indische Wort, das ist nicht nur ein Parfum, das ist auch noch was anderes, wie kann man dem entkommen? Der Buddha sagt, er hat den Weg gefunden, der da hinausführt. Und das Ziel, er hat es als Nirvana bezeichnet, wörtlich das Verlöschen. Ein Zustand, der sich allen Beschreibungen entzieht und der jenseits aller normalen Erfahrungen angesiedelt ist. Man kann nur annäherungsweise durch solche Begriffe wie dauerhaftes Glück, Abwesenheit von Leid, Todlosigkeit oder ähnliche Umschreibungen angedeutet werden. Das grundsätzliche Ziel ist also, diese Welt zu verlassen. Und in seinem Ursprung ist der Buddhismus daher eine echte Aussteigerbewegung. Der Buddha war ja zunächst ein Prinz gewesen, hatte aber den Palast verlassen und sein Luxusleben aufgegeben. Und zusammen mit einer Gruppe von mönchisch lebenden Gleichgesinnten zog er in Nordostindien herum, mittellos, ohne festen Wohnsitz, alle sozialen Bindungen gekappt, nur mit einem Gewand aus zusammengenähten Stofffetzen bekleidet und ausschließlich von erbetteltem Essen lebend. Stellen Sie sich das mal in Berlin-Mitte vor. Das käme nicht so super gut. Im Indien des 5. Jahrhunderts vor Christus war das völlig anders. Da war es offenbar an der Tagesordnung, dass eine solche Lebensform von einer geistigen Elite freiwillig gewählt wurde, und zwar mit dem Ziel, nur noch den eigenen religiösen Überzeugungen zu folgen und durch nichts Weltliches mehr abgelenkt zu werden. Und nun konnte natürlich nicht jeder Anhänger diese extreme Variante wählen und dem Beispiel des Buddha so weit folgen, dass er oder sie ebenfalls das weltliche Leben verließ und Mönch oder Nonne
wurde. Und das hätte auch schon deswegen nicht gut funktioniert, weil die mittellosen und bettelnden Mönche und Nonnen ja auf dauerhafte Unterstützung angewiesen waren. Die mussten jemand haben, der sie versorgt. Und was machten aber nun diejenigen, die nicht ihr ganzes Leben ausschließlich dem Weg zum Erwachen widmen wollten oder widmen konnten? Dieser Weg zum Nirvana erfordert einen erheblichen Erkenntnisfortschritt. Durchschaut werden müssen die Gesetzmäßigkeiten, denen diese Welt unterliegt. Durchschaut werden muss aber auch das, und das ist sehr wichtig dabei, was man fälschlich für seine Person, seine Seele, sein Ego hält, auch nur ein Konstrukt nach buddhistischer Auffassung. Und dieser Erkenntnisprozess ist mühsam und zeitaufwendig. Er erfordert unter anderem regelmäßige meditative Tätigkeit, Versenkung. Und dafür hat ein Normalsterblicher wenig Zeit. Der Weg zum Nirvana erfordert aber nicht nur spirituellen Fortschritt, sondern auch moralischen. Und das ist der Bereich, in dem jedermann tätig werden kann. Und was soll nun ein guter Buddhist machen? Als Minimalanforderung sollte er sich an die 5 Regeln für sogenannte Laienbuddhisten, das heißt nicht Mönche, nicht Nonnen, halten. Und die will ich Ihnen kurz vorführen, damit Sie zweierlei sehen können. Erstens ist ein kurzer Blick in die Ethik des Buddhismus. Ja. Erstens ist ein moralischer Buddhist gar nicht so weit entfernt von einem moralischen Christen. Da gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten, allerdings auch einige Unterschiede. Und zweitens ist es ebenso mühsam, ein anständiger Buddhist wie ein anständiger Christ zu sein. Auch hier sieht man unschwer eine Gemeinsamkeit. Diese 5 Regeln beginnen mit der wichtigsten Forderung, nämlich der, keine lebenden Wesen zu töten. Im Buddhismus ist das grundsätzlich noch ein bisschen mühsamer als im Christentum, weil diese Forderung die gesamte Tierwelt mit einschließt. Tierwelt ist eine Wiedergeburtsform. Ja? Das heißt, die Leiden, die sollte man ebenfalls nicht beschädigen. Die zweite Forderung lautet, nicht zu stehlen, da braucht man nichts dazu sagen. Die dritte Forderung lautet, keine sexuellen Verfehlungen zu begehen. Der Buddhismus ist in diesem Punkt relativ unspezifisch und ziemlich pragmatisch. Sexuelle Verfehlungen sind alle Handlungen, die einem anderen Menschen unmittelbar oder mittelbar Schaden zufügen. Unmittelbar, das heißt also beispielsweise dem Sexualpartner, und indirekt mittelbar, also beispielsweise dessen Eltern oder dessen Ehemann, Ehefrau. Die 4. Regel ist wieder einfach und bekannt, man soll nicht lügen. Und dafür ist die 5. für einen Europäer ziemlich ungewohnt. Sie lautet nämlich, auf Rauschmittel zu verzichten. Traditionell ist das vor allem der Alkohol. Heute fallen natürlich auch alle anderen Drogen darunter. Und in manchen buddhistischen Kulturen wird sogar der Tabakgenuss dazu gezählt. Das ist umstritten. Insgesamt ist es jedenfalls eine ziemlich unbequeme Forderung, wenn man an unsere Gewohnheiten denkt. Wenn man sich, das sehen Sie auch mühelos, bloß an diese 5 Regeln hält, dann macht einen das schon mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem ziemlich umgänglichen Zeitgenossen. Man ist nicht betrunken, man schwindelt nicht, umbringen tut man auch niemanden, das ist ganz okay. Wenn man das erfolgreich mit der Erfüllung weiterer Forderungen verbindet, und da gibt es eine Vielzahl im Buddhismus, das ist sehr ausgearbeitet, und zwar Forderungen, die weniger im moralischen als vielmehr im emotionalen Bereich angesiedelt sind, wie etwa die Forderung, Güte, Mitgefühl, Mitfreude, auch sehr wichtig, seinen Mitmenschen gegenüber zu zeigen. Dann, wenn sich das verbindet, dann kann da schon eine recht angenehme Person herauskommen. Letzte provokante Frage, sind Buddhisten also perfekt? Sie ahnen die Antwort, nein, natürlich nicht. Die meisten Buddhisten sind nicht einmal Vegetarier, obwohl ja das Tötungsverbot eigentlich auch für die Tiere gilt. Dennoch kann und muss man heutzutage natürlich nach dem Friedenspotenzial sowohl im unmittelbaren Bereich als sozusagen auch im globalen Sinne nach dem Friedenspotenzial einer Weltreligion fragen. Und mit aller Vorsicht lässt sich da Folgendes sagen. Der Buddha selbst hat nicht den leisesten Zweifel daran gelassen, dass Gewaltfreiheit, und zwar absolute Gewaltfreiheit, eine unabdingbare Voraussetzung für ein erfolgreiches Beschreiten seines Weges zur Erlösung bildet. In den ethischen Forderungen, die ich Ihnen angedeutet habe, in den meditativen Praktiken, über die wir gar nicht reden konnten, und in der emotionalen Disposition, Güte, Mitgefühl und dergleichen, steckt ein, würde ich mal sagen, eindrucksvolles Friedenspotenzial, das der Begründer dieser Religion exemplarisch vorgelebt hat und das nicht umsonst in seinen Darstellungen prominent zum Ausdruck gebracht wird.
Das ist ja auch das, was man bei uns dann wahrnimmt, selbst außerhalb des Buddhismus. Wie weit es natürlich den Anhängern immer gelingen mag, dieses Potenzial einzulösen, ist eine andere Frage. Ganz sicher aber ist es so, dass gerade die Betonung der Gewaltfreiheit in Verbindung mit dem meditativen Element bei uns zu einem wesentlichen Faktor für die Attraktivität des Buddhismus geworden ist. Vielen Dank. Seit wann gibt es Buddha-Darstellungen? Ich zögere darauf zu antworten, weil ein Spezialist im Saal sitzt, aber ich versuche es trotzdem. Erst nach der Zeitenwende. Das heißt, wenn Sie jetzt wissen wollen, wie sehr das dem Bild des historischen Buddha ähnelt, 500 Jahre dazwischen ungefähr. Ja. Man hat ihn zunächst anikonisch dargestellt. Das heißt, es gibt durchaus schon in vorchristlicher Zeit Darstellungen, aber da wird er dann zum Beispiel durch den Bodhi-Baum, durch Fußabdrücke und ähnliche Elemente repräsentiert. Es gibt ja im Buddhismus sehr viele unterschiedliche Schulen und Traditionen. Ich will mal zwei Extreme nennen, die mir so einfallen. Das ist einmal der Zen-Buddhismus und dann verschiedene tibetische Traditionen, die sehr viel bunter und schillernder sind. Da würde ich ganz gerne von Ihnen etwas zu hören. Danke. Einerseits eine Steilvorlage, um einen Punkt anzusprechen, wo ich mir länger überlegt habe, ob ich den mit reinbringen soll. Und ich glaube, er muss einfach mal kurz erwähnt werden. Das Christentum, den Islam, den Buddhismus gibt es nicht. Das sind Konstrukte, das sind Abstraktionen, Essentialisierungen, ist ein hässliches Wort dafür. Ja? Es gibt 1000 verschiedene Formen dieser Religionen. Und man versucht irgendwie durchaus eben in unseren Buchdarstellungen, die wiederum sehr oft auf die Schriften dieser Religionen rekurrieren, so ein abstraktes Produkt herzustellen, auf das man dann das Label Buddhismus draufklebt. Keine Angst, ich komme zu Ihnen. Das bringt viele Probleme mit sich. Buddhismus über 2500 Jahre, über einen riesigen Raum mit vielen unterschiedlichen Kulturen, auf die er in seiner Ausbreitungsbewegung getroffen ist. Und ohne eine Zentralinstanz, die gesagt hat, wir machen das auch noch in, was weiß ich, Brasilien so, wie wir es in Rom machen. Ja? Das gibt es nicht. Ergo, folglich, ist das unglaublich vielfältig geworden im Laufe der Geschichte. Und das Blöde ist, wenn man eine Aussage trifft über den Buddhismus, sofort kann jemand kommen und sagen, aber, stimmt gar nicht, ich kenne das anders. Und beides steht nebeneinander und beides ist richtig, bezieht sich aber entweder auf unterschiedliche Zeiten oder auf unterschiedliche Räume. Und Sie haben jetzt nach den beiden Richtungen, also bitte behalten Sie das bei all diesen Religionen, über die wir hier geredet haben heute, immer ganz stark im Kopf, es gibt nicht den Buddhismus. Das ist ein Konstrukt. Ja. Sie haben nach den beiden Richtungen gefragt, Zen-Buddhismus, japanische Form und tibetischer Buddhismus, die bei uns heute die größte Anhängerschaft, den größten Zuwachs zu verzeichnen haben und sich innerhalb des Buddhismus sehr unterscheiden. Der tibetische Buddhismus bedient mit aller Vorsicht und ich hoffe, ich bitte keiner, der hier vielleicht als Betroffener im Saal sitzt, möge sich jetzt auf die Zehen getreten fühlen, wenn ich versuche, das ein bisschen zu differenzieren. Zen-Buddhismus ist bei uns vor allen Dingen etwas für Leute, die meditieren wollen und wenig Interesse haben an Dogmatik, wenig Interesse an Ritual. Das sind, was in den Gruppen gemacht wird, ist zum Teil beinhartes Meditieren, ja? Und wenig sonst. Tibetischer Buddhismus hingegen, und die meisten von Ihnen werden schon mal irgendeinen Doku-Film gesehen haben über den Dalai Lama oder über Tibet oder Nepal oder so. Das ist eine unglaublich bunte Welt, voll von Ritualen, voll von Gottheiten. Ja? Die, wenn man vom Katholizismus kommt, da findet man ganz vieles, wo man denkt, ui, das habe ich gerade doch erst hinter mir gelassen. Musik spielt eine große Rolle, ja, Ritualmusik, Rezitationen. Also ganz viele Dinge, die die Sinne ansprechen, damit
natürlich auch für einen bestimmten Interessententyp, eine bestimmte Interessentengruppe hier sehr attraktiv sind. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, ist ja nicht, aber etwas Persönliches. Ich komme aus einer protestantischen Pfarrhaustradition, eben gerade nicht aus dem Katholizismus. Was hat mir gefallen? Tibetischer Buddhismus. Ich habe Tibetologie studiert. Ja, kein Wunder. Das ist sozusagen die Lücke, die da bestand. Ja? Insofern, die Erfolgsgeschichten dieser beiden Bewegungen sagen sehr, sehr viel mehr über Defizite bei uns aus, als über, wie soll man sagen, als über ihren Stellenwert im Buddhismus insgesamt. Ja? Okay? Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, Sie haben vorhin gesagt, dass der Buddhismus einen Wahrheitsanspruch stellt, aber keinen Absolutheitsanspruch. Wie unterscheiden Sie das? Und die zweite Frage ist, ich meine, Sie hatten gesagt, dass es keinen Missionsgedanken im Buddhismus gibt. Es gibt ja diese Stelle, wo der Buddha die 60 vollkommenen Schüler rausgeschickt hat und gesagt hat, geht in die Welt, nicht zu zweit, sondern jeder in eine andere Richtung, zum Wohle und zum Heil und aus Mitgefühl für die Menschheit. Mhm. Und ja, würde ich nochmal fragen, gibt es nicht auch einen Missionsgedanken im Buddhismus? Hier trifft auch zu, es gibt beides. Es gibt diese Stelle, die wird immer zitiert, wenn man zeigen möchte, Standardstelle, wenn man zeigen möchte, Buddhismus hat auch Mission. Und die wird insbesondere zitiert, wenn christliche Apologeten zeigen möchten, nicht nur das Christentum hat missioniert mit all seinen etwas weniger erfreulichen Folgen für die Missionierten, auch der Buddhismus ist nicht besser, gewissermaßen. Natürlich, wenn er nicht in irgendeiner Weise missioniert hätte, die Frage ist, ob dieser Begriff da zutrifft, dann hätte er sich nicht über Asien ausgebreitet, dann wäre er nie aus Indien rausgekommen. Buddhismus ist der Exportschlager Indiens in vorindustrieller Zeit. Ja? Das ist das, womit indische Kultur über einen riesen Raum in Asien verbreitet worden ist. Gedanken und kulturelle Errungenschaften. Und insofern, natürlich hat er missioniert. Und wenn man das, um vielleicht auch nochmal an die vorangehende Frage anzuknüpfen, wenn man guckt, wie gerade die tibetischen Buddhisten das bei uns machen, da sind sicher Phänomene zu beobachten, die man als Missionierung bezeichnen könnte mit allem, mit aller Vorsicht. Ich zögere, dieses Wort zu verwenden, weil das bei uns so einen Ogu hat, so einen negativen Beigeschmack. Den muss man vielleicht wegstreichen. Und das führt mich zu der ersten Frage nach dem Absolutheitsanspruch. Der besteht schon in dem Sinne, dass der Buddha selbst sagt und seine Anhänger sagen, die letzte Wirklichkeit, die kann man nur im Buddhismus haben. Die haben nur wir zur Verfügung. Was man nicht in der Weise findet, ist, was ich auch aus meiner, sozusagen aus teilnehmender Beobachtung in buddhistischen Gruppen oder aus meiner Geschichtskenntnis nicht so finde, ist der Wunsch, das auf jeden Fall andere dazu zu bekehren, dieselben Ideen zu übernehmen, dieselbe Wahrheit für richtig zu halten. Da sehe ich schon einen, gerade in Bezug zum Christentum, mit aller Vorsicht, da kommt man so schnell in so eine Wertediskussion, aus der ich mich eigentlich lieber immer raushalte. Das ist nicht das eine besser oder das andere schlechter, aber man hat eben im Missionsbereich im Christentum Phänomene, über die man heute nicht mehr glücklich ist. Im Buddhismus, glaube ich, findet man so etwas sehr viel weniger. Ja, ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar, könnte es sein, dass es eine Beziehung zwischen Hinduismus und Buddhismus gibt? Und die zweite Frage bezieht sich auf Ihre Plastik, die Sie zeigen. Könnte es sein, dass eine Beziehung zwischen griechischer Kunst innerhalb der Gandhara-Kunst zum Buddhismus gibt? Beide Fragen lassen sich extrem kurz beantworten, nämlich mit einem Ja. Es ist schön, dass Sie das sehen. Natürlich ist das ein Beispiel, und ich fange mit der zweiten Frage an, das ist ein Beispiel der Gandhara-Kunst. Gandhara ist eine Landschaft im heutigen Nordwesten Pakistans und eine Kunstlandschaft, in der sich von Christi Geburt an indische Inhalte und griechische Formen verbunden haben. Und das schlägt sich auch bei der Darstellung
nieder. Das ist nicht zuletzt deswegen, weil wir natürlich mit diesem griechischen Kanon im Hinterkopf auf Kunstwerke gucken, gefällt uns im Westen Gandhara-Kunst ganz besonders, buddhistische Gandhara-Kunst ganz besonders gut. Das ist ein Grund, weswegen ich mit dieser Statue, obwohl es ein Torso ist, ist eine sehr, sehr schöne Statue, weswegen ich damit schließen wollte. Erste Frage war Buddhismus und Hinduismus. Der Hinduismus versteht den Buddhismus als eine, sozusagen eine Subgruppe. Ja? Bestes Beispiel ist ein bisschen plakativ, aber es gibt von einem der Hauptgötter im Hinduismus, von Vishnu, eine festgelegte Reihe von Inkarnationen. Eine der Inkarnationen ist der Buddha. Das heißt, die haben das ganz perfekt subsumiert in ihr System. Und es gibt sowieso ganz viele gedankliche Anknüpfungspunkte. Nur die beiden Beispiele, die ich genannt habe, Wiedergeburt und Karma-Gesetz. Aber noch viel, viel mehr. Ja, ich habe eine ganz konkrete Frage. Es ist ja so, dass die Sehnsucht nach Invarianz und Ewigkeit eben halt das ewige Leben in der Vorstellung verankert hat in der christlichen Kultur. Und da spielt ja der Begriff der Seele eine zentrale Rolle. Wenn ich nun als naiver Europäer mir so frage, in welchen Identitätsbereichen so eine Reinkarnation sich abspielt, kann man das einem naiven Europäer erklären? Gibt es da irgendwie eine Identität-Transzendenz oder eine Vorstellung, sei sie auch noch so naiv, von Invarianz des Seienden, oder ist das auch nur das Nichts, das überall zur Seligkeit führt? Danke. Aus gutem Grund bin ich dankbar über diese Frage, obwohl es eine sehr gute Frage ist. Aus gutem Grund habe ich sie weggelassen, weil das extrem komplex ist im Buddhismus. Auf der einen Seite wird kategorisch irgendeine materielle oder geistige Entität verneint, die weiterwandert von einer Existenz in die nächste. Und damit hat der Buddhismus ein Problem. Wenn ich, Jens-Uwe Hartmann, nicht weiterwandere in die nächste Existenz, in irgendeiner Weise, sei es meine Seele oder irgendein Bewusstsein oder sonst etwas, was spielt es dann für eine Rolle, wenn ich mich jetzt mies richtig so einen Stoß gebe, wirkt sich vielleicht noch in dieser Existenz aus, er wird zurückhauen. Aber wenn nicht, das, was ich in dieser Existenz nicht ablebe, kümmert mich das dann noch? Da hat der Buddhismus ein massives Problem. Und Christentum aber auch. Natürlich, andere auch, aber Buddhismus besonders. In München ist gerade eine Habilitationsschrift über ein buddhistisches Werk aus dem 6. Jahrhundert, was sich genau damit beschäftigt, mit den Persönlichkeitskonstituenten des Menschen. Ich sagte an einer Stelle, das wird recht, du musst den Satz beenden, ist in München gerade eingereicht worden, eine Habilitationsschrift zu dem Thema. Ich sagte im Lauf des Vortrags an einer Stelle, dass der Buddhismus eine sehr, sehr detaillierte und sehr feine Analyse der Persönlichkeit versucht, aber dabei zu dem Ergebnis kommt, es gibt nichts, was da dauerhaft da wäre, ja? Außer mein Bewusstseinsstrom, der durch ein Leben hindurch natürlich ein Kontinuum darstellt. Und dann versucht man das, besonders in späteren Formen des Buddhismus, dieses Kontinuum fortzusetzen in einen Zwischenzustand zwischen zwei Existenzen, ja? Um da Anknüpfung zu schaffen. Aber das ist nicht unproblematisch. Und da ist der Buddhismus, hat da größere Probleme als der Hinduismus, der mit Atman, mit Seele, mit einem Seelenbegriff arbeitet, den der Buddhismus ablehnt, gerade im Gegensatz zum Hinduismus, sich positionieren. Sie haben ja gesagt, dass der so friedfertige Buddhismus das nicht immer unbedingt gewesen ist. Gibt es bei den immer mal wieder aufflackernden Konflikten zwischen Hindus und Buddhisten, gibt es da gewissermaßen ideologisch-religiöse Gründe oder sind das alles soziale Elemente? Vorsicht. Wo sehen Sie im Moment oder in den letzten Jahrzehnten Probleme, Konflikte zwischen Hindus und Buddhisten? Buddhisten gibt es in Indien fast nicht mehr. Das Riesenproblem, was wir in Indien haben, sind Islam und Hinduismus. Hinduistische, oder worauf bezieht sich auf Indien? Oder? Bangladesch ist auch eine ganz kleine Gruppe von Buddhisten. Wenn man da drauf Bezug nehmen will, dann ist Sri Lanka der Punkt, wo der Buddhismus oder der dortige Buddhismus eine, vorsichtig gesagt,
Und das dortige buddhistische Establishment, sagen wir so, weil das sind auch nicht alle Leute, die dahinter stehen, aber wo das dortige buddhistische Establishment eine extrem unglückliche, um nicht zu sagen allen Grundlehren des Buddhismus widersprechende Haltung eingenommen hat. Sie wissen, Sri Lanka, der jetzt irgendwie vorübergehend zu einem Ende gekommene Konflikt zwischen den singalesischen Bevölkerungsmehrheit, die eine Sprache spricht, die durch eine Sprache gekennzeichnet ist, und eine Religion, nämlich den Buddhismus, gegenüber einer tamilischen Bevölkerungsminderheit, die eine andere Sprache spricht und dem Hinduismus folgt. Und da hat man immer wieder gesehen, in Demonstrationen und bei allen möglichen Gelegenheiten. Mönche haben nicht mitgekämpft, aber sie haben gehetzt. Ja. Das ist, müsste man viel dazu sagen, zu diesem Konflikt, wo die singalesische Bevölkerungsmehrheit ihre Identität über den Buddhismus, ihre nationale Identität über den Buddhismus zu stiften versucht. Und in dieser nationalen Identität haben die Tamilen keinen Raum. Das hat zu sehr, sehr unseligen Phänomenen geführt. Das ist vielleicht das Markanteste in der Gegenwart, wo man sehen kann, jetzt wird ein wohlwollender Buddhist wird es entschärfen und sagen, der Buddhismus wird da instrumentalisiert. Ganz so einfach ist das nicht. Ja? Ich habe Bilder gesehen, wo Mönche, also die Vertreter, und die haben einen sehr hohen Stand sozial, ja, in der Gesellschaft. Das sind die Autoritätspersonen, die sozusagen vorgeben, wie man sich benimmt, und die da mitgemacht haben und entsprechende Pamphlete veröffentlicht haben gegen die Tamilen und zur Gewalt aufgerufen haben. Das scheint ja in Tibet auch, in dem Konflikt mit den Chinesen, auch eine gewisse Rolle gespielt zu haben, die Mönche. Das ist nochmal eine eigene Sache, die Besetzung durch die chinesische Volksbefreiungsarmee. Aber in Tibet davor hat es viele innerbuddhistische Konflikte gegeben, die nicht bloß mit den Waffen des Geistes ausgefochten worden sind. Da sind Klöster zerstört worden, abgefackelt und so. Naja, wie es halt so ist bei solchen, ja, Sachen. Vielen Dank, Herr Hartmann.